gewonnen. Gary Anderson 57, Menzo 54, 3 Dart Average 100,7. Gary Anderson 94,3, Mensur Suljovic 180, 38 im Turnier von Gary Anderson gegen 21 von Mensur Suljovic. Höchste Checkouts 152 zu 151, aber mitentscheidend immer die Checkout-Quote, und die liegt bei Gary Anderson bei 36,5, bei Mensur bei fast 42%. Das sind die Zahlen. Jetzt heißt es nur noch Emotionen, oder Gordon? Das war jetzt die reine Statistik. Die können wir jetzt auch gleich in die Tonne hauen, weil jetzt ist das Finale. Alles wird wieder auf Null gestellt. Egal, was vorher passiert ist, jetzt alle Zähler auf Null, Feuer frei. Und ich denke, beide Spieler sind ordentlich nervös, standen noch nie in diesem Finale. Interessant, Mensur hat mal wieder das Bull hinter der Bühne gewonnen. Und mal abzuwarten, wie gut Mensur aus den Blöcken kommt. Ich denke, Gary ist wach. Und ich denke, es geht gleich aus vollen Kanonen. So, Gary Anderson startet hier. Suljovic. Es ist vielleicht 45. Haben wir keine Ahnung. 135. Also, Gary Anderson gegen Mensur Suljovic, das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Spielstile. Gordon, denn Gary Anderson, das hat der Phil Taylor auch gesagt, ist ein Rhythmusspieler. Und Mensur Suljovic ist ein Meister, diese Rhythmen von anderen Spielern zu nehmen. Zu zerstören, ja. Mensur hat das unglaubliche Talent zu erkennen, wann er dem Gegner auf den Keks gehen kann und vor allen Dingen mit was. Und die zwei haben ja schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Und das Witzige ist, dass Phil Taylor sagt, Mensur wird Gary nicht ins Spiel kommen lassen. Und ja, Phil Taylor hat ja selbst schon einige Male gegen Mensur spielen müssen. Und er hat es am Anfang wirklich gehasst, bis er sich darauf dann eingestellt hat. Und dann hat er ihn auch geschlagen. Aber Gary Anderson hat jetzt schon zweimal verloren gegen Mensur. Und auch schon Finale gegen Mensur verloren. Auch in Cardiff, das einzige Major, das Suljovic gewonnen hat. Im vergangenen Jahr seine Lieblingsdoppel, Doppel 14. Aber schon Breakchance für Gary Anderson. 16 Tops, Doppel 10 Gary Anderson. Lässt er liegen, Gary Anderson. Man sagt immer so schön, das erste Leck ist das schwerste. Bei Gary Anderson im Turnierverlauf haben sich oft die ersten fünf als die schwersten erwiesen, denn da hatte er jetzt in den letzten Spielen enorme Probleme immer aufs Doppel. Mensur Suljovic auf die Doppel 7, auch das funktioniert nicht. Und gibt Gary Anderson noch einmal die Chance hier auf das erste Break. Doppel 5, die klappt eigentlich bei Anderson auch hier nicht. Eieiei, da scheint viel Nervosität dabei zu sein, Gordon. Genau, nervöser Start, aber denke mal, man konnte es auch erwarten. Weil das ist schon eine große Nummer, sehr prestigeträchtiges Turnier. Es ist das zweitwichtigste nach der Weltmeisterschaft im Dezember. Und Mensur bringt es dann doch nach Hause. So, Gary Anderson, 140. Hier ist ja der Mann für die großen Zahlen. Und Gary Anderson hatte diese großen Zahlen. Sei das gegen Joe Cullen im Viertelfinale gewesen oder auch gestern im Halbfinale, das spektakulär war gegen Jeffrey. Das war. Aber trotzdem schöner Konter von Mensur mit 125. Gary seiner zweiten 140 in diesem Leg. Sehr konstant. Gary Anderson war schon nach dem Aus von Michael van Gerwen gegen Jeffrey Desvaan in Runde 1 der Favorit, aber die 180er startet hier Mensur Suljovic. Und
Und Gary Anderson blendet das aus, beziehungsweise gibt er sich nach außen so und sagt, ja, ich muss nicht unbedingt gewinnen. Ich könnte morgen aufhören mit Darts und hätte alles erreicht, was es gibt. Aber es gibt da eben doch noch was, was er erreichen kann, denn mit einem Sieg heute wäre er erst der dritte Spieler, der sich die Triple Crown of Darts holen könnte. Das ist dann zusammen der Weltmeistertitel, der Titel in der Premier League und eben beim World Match. Richtig, ganz genau. Und den haben bis jetzt nur Michael van Gerwen und Phil Taylor geholt. Menzo für 141, 81 Rest. Doppel 18 zum Break. Leider verfehlt. 18 Rest. 9 Doppel 8 für Gary. Doppel 4 für Gary Anderson, der damit auch sein erstes Leg in diesem Finale holt. Und es hat sich ja alles fein nach oben gesteigert. Runde 1 hieß es noch Best of 19 Legs. Pro Runde ging das nach oben. Jetzt in diesem Finale heißt es Best of 35. Also wer zuerst 18 Legs gewinnt, der ist hier Champion in Blackpool. Nicht unwichtig noch einmal zu erwähnen, ein Leg bedeutet ein Spiel 501 möglichst mit wenig Darts auf Null zu bringen. Schwierigkeit hierbei ist, man muss das Leg, also das Spiel 501, mit einem Wurf auf den äußeren Ring, nämlich in das Doppel, beenden. Und Menzo Suljovic mit seiner zweiten 180. Höchste Zahl, die man werfen kann in so einer Darts-Partie. Dreimal die Triple 20. Menzo macht mir einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck. Da versucht die Triple 15. Man muss natürlich sagen, nach den gestrigen Semifinals muss man wirklich... So, und jetzt auch Gary Anderson dabei. Fairerweise sagen, dass Gary Anderson schon der Favorit in diesem Match ist. Menzo für 46, Doppel 14. Und auch das passt. Menzo Suljovic bringt zum zweiten Mal seinen Aufschlag durch und geht mit 2-1 in Führung. 60. Was machen? Sind nach 5 Legs, gehen wir ganz normal und die nehmen Tafel, oder? Menzo mit einem sehr, sehr schönen Start. Und Leg Nummer 4, welches Gary Anderson begonnen hat. Was man jetzt schon deutlich erkennen kann, ist, dass es wesentlich langsamer als das gestrige Halbfinale zwischen Jeffrey de Swaan und Gary Anderson. Aber das ist natürlich die Taktik auch von Menzo Suljovic. Gary Anderson, da diesen Speed aus den Darts herauszunehmen, das war ja gestern fast unmenschlich. Und Jeffrey de Swaan hat vielleicht den Fehler gemacht, da mitzugehen mit Gary Anderson mit diesem Tempo. Man konnte es gestern auch schön beobachten, dass Gary Anderson schon den Dart geworfen hat. Da hat Jeffrey de Swaan gerade seine Darts aus dem Board gezogen. Oh, Menzo mit sehr gutem Average zu Beginn dieser Partie. Höher als Gary Anderson im Moment um 2 Punkte. Spielt 102,36 Menzo Suljovic. Jetzt sogar 104. 60. So, Gary Anderson. 101 Rest. 41 für Tops. Ah, wäre das erste High-Finish gewesen in diesem Finale. Und jetzt Suljovic mit 80 Rest und der Chance auf ein Break. Doppel 10 für Mensur. Noch ein Dart für Suljovic, aber auch der geht nach hinten und lässt ihm die Doppel 5. Anderson ebenfalls für die Doppel 10. Und die passt 2:2 Ausgleich Gary Anderson. Menzo beginnt das fünfte und letzte Leg der ersten Session. Auch wieder schön. Triple 20, der erste Dart. Es ist eines der größten und traditionsreichsten Turniere auf dem Dart-Zirkus. Und es wird entsprechend
and Lawn. Die nächste 180 von Gary Anderson zu Beginn des fünften Legs. Und zum absolut richtigen Zeitpunkt aus seiner Sicht, weil er könnte somit einen Break in die Pause gehen. 500.000 Pfund werden hier ausgeschüttet. Allein der Sieger dieses Finals erhält 115.000. So, und das sind schon wieder 6 perfekte Darts von Gary Anderson. Und man kann schon kurz mal wieder hier links im Brustbereich checken, ob es nicht zu hoch geht vom Rhythmus. Denn er hat ja schon einen 9-Darter geworfen im Viertelfinale. Ich fahre schon mal den Defibrillator hoch. Achtung, Gary Anderson. Ah. Sehr schade. Aber immerhin 6 perfekte Darts schon wieder von Gary Anderson. Für den einen 9-Darter hat er ja nochmal 45.000 Pfund extra Prämie bekommen. Wenn er jetzt noch einen wirft, müsste er ihn tatsächlich mit sich selbst teilen. Völlig verrückt. Oder mit seiner Frau. Doppel-8 für Gary. Noch eine Doppel-8 und die passt. Gary Anderson holt sich das erste Break. 25-prozentigen Trefferquote auf die Doppel. Mensa sogar nur 20. Aber ich denke, das wird sich natürlich jetzt in der zweiten Session bessern. Dennoch auch gutes Scoring von beiden, muss man sagen. Beide mit einem Average über der 100. Also das ist schon großes Niveau, dass beide hier in diesem Finale gleich zu Beginn spielen. Mensa schön mit einer 140. Oh, Gary Anderson. 121. Donald Trump ist auch dabei. Lässt sich das natürlich auch nicht entgehen, ist klar. Was für ein Finale. Erneut 140 für Mensur. Sehr stark. Bilanz der beiden gegeneinander. 4-4. Ein Match gab es in 2018, das gewann Gary Anderson in der Premier League. Mensa stellt sich auf 121 Rest. Gary Anderson noch in keinem Finish-Bereich. 94 ist für 90 Rest. Soljovic. Triple 17. 84 Rest. Kein Checkout möglich. 34 Rest. Für Mensa. So, Gary Anderson 90. So, wollte auf Puls spielen hier, Gary Anderson. 48 Rest für Gary Anderson. Mensa jetzt auf Doppel 17. Ist nicht so, dass. Spielt man die oder stellt man das noch, Gordon? Ach, naja, ich meine, er hat sie ja schon getroffen bei diesem Turnier, denke ich, aber er stellt um. Auf seine Doppel 14 und das, das hat er gut gemacht. Mensa Suljovic sofort das Rebreak. Und nimmt das Tempo aus dem Spiel. Wenn es um den Score geht, kann Mensur wahrscheinlich über die ganze Distanz nicht mit Gary Anderson mithalten. Deshalb versucht er natürlich, das Spiel zu verlangsamen und so ein bisschen Gary den Schwung rauben. Dennoch, das hat man gesehen, kommt Gary Anderson einmal wirklich in Fahrt, so wie das eben gestern war. Das war schon sensationell. Auch sein Spitzname, der Flying Scotsman, kommt ja nicht von ungefähr. Das ist der ein Schnellzug von London, der bis nach Edinburgh geht. Anderson mit der nächsten 180. Hilft ihm natürlich, denn es ist Mensas Anwurf gewesen. Mensas Konter mit einer 140. Gestern Gary Anderson 16 Mal das Maximum gespielt im Halbfinale gegen Jeffrey Desvan. 100.
So, Mensur muss jetzt schon einen hohen Score werfen, um sich Vorteile zu verschaffen. Sehr starker erster Dart. 130 geworfen, 71 Rest. Mensur 71 Rest, entweder Triple 13 oder Triple 17. Doppel 16. Oh. Schön ausgemacht von Mensur Suljovic. Auch das haben wir bei Mensur des Öfteren gesehen in dieser Woche, dass er zu Anfang das Problem des Spiels oft Probleme hatte, reinzukommen, Emotion nicht so da war. Heute ist das sehr fokussiert. Er konzentriert sich nur auf dieses Board. Ganz anderer Gesichtsausdruck, als wir es öfter erlebt haben. Es könnte durchaus sein, dass Mensur heute Nacht gut geschlafen hat. Auch das könnte natürlich sein, nachdem er es mit den Hotels in Blackpool über die ganze Woche nicht so wirklich hatte. Hat jetzt aber schon gesagt, sie haben vorgesorgt für das nächste Jahr, für 2019. Schläft er am Strand? Nee, hat die Familie schon ein Hotel gefunden und das passt und das haben sie auch schon gebucht fürs kommende Jahr. Beruhigend zu wissen. Ein Bouncer. Aber ist nicht weiter dramatisch, weil es ist der Anwurf von Gary Anderson. Was wir übrigens auch schon die ganze Woche ja über ein bisschen spekulieren, Gordon, wer übergibt die Phil Taylor Trophy? Phil Taylor selbst ist da und Gary Anderson hat schon gesagt, sollte er gewinnen, würde er es sich wünschen, von Phil Taylor die Trophäe überreicht zu bekommen. Also ich denke, es ist naheliegend, wenn der Mann in der Halle ist, dann wird er auch den Pokal überreichen. Vielleicht nur in diesem Jahr als Premiere, aber es wäre schon schön. Letzte, ja genau, sehr schön. 140 für 82. Das ist noch mal ein bisschen Druck für Gary Anderson, hier vielleicht zumachen zu müssen. Tops. Über Tops. Funktioniert bei Gary Anderson. Ausgleich 4-4. Man konnte eben förmlich sehen an Gary Andersons Augen, dass er glücklich und zufrieden ist mit seinen Würfen auf die Doppel 20. Und auf die Triple 20 brauchen wir über den Mann eh nicht reden. Das ist so gigantisch. 177 von Gary Anderson. Und mal wieder haben wir eine schwarze 9 auf gelbem Grund. Das scheue Reh, das sich einmal tatsächlich aus dem Wald herausgewagt hat in dieser Woche. Und beim Gnadenstoß Anderson gegen So, Gary Anderson, Nummer 4, Nummer 5. Ah, sehr schade. Heute schon 6 in Folge, jetzt 5 in Folge. Die Averages sprechen für sich. Hochklassisches Endspiel. 105, knapp 106 Average und 104,5. Sehr, sehr stark. 135. Rest für Gary Anderson, Mensur auf 141. Letzten hätte er gerne auf Bull gehabt. So, 84 für die Doppel 12 Gary Anderson, Doppel 6 zum Break. Neuntes Break für Gary Anderson. Sie sind beide so fokussiert, das ist deutlich zu sehen. Immer wieder gleich auf die nächste Aufnahme.
Ein Schotte hat dieses Turnier noch nie gewonnen. Ein Österreicher auch nicht, Benzo Suljovic mit seiner dritten 180. Und auch das, nachdem er gebreakt wurde, gleich zum Auftakt in dieses Leg hinein. Menzo Suljovic jetzt mit der Chance zum neuen Darter. Leider nein. Triple wird noch gebraucht. Wunderbar. Beide auf 221 nach 6 Darts. Rest für Gary Anderson. Wenn Menzo jetzt 100 oder 140 wirft, hat er gute Chancen aufs Rebreak. Der passt schon mal. Der ist noch besser von Menzo Suljovic. Aber mit 140 kommt er da weit nach vorne. 81 Rest für ihn. Gary Anderson Rest. Jetzt die Chance für Mensur zum Rebreak. 81 Rest, Triple 19. Oh, er geht über die Triple 15. Doppel 18. Sehr stark. Und sofort wieder das Rebreak. Stark runtergespielt von Mensur. Spieler hier zustande gebracht. Aber hat einer gebreakt, gab es sofort im Anschluss das Rebreak. Es ist genauso wie der Stand extrem ausgeglichen. Beide spielen ihr Spiel und das ziemlich, ziemlich gut, Gordon. Ja, vor allen Dingen bleiben sie dran, sind hellwach. Und wenn sie mal gebreakt werden, dann gibt es gleich das Rebreak. Also das heißt natürlich sehr ausgeglichenes Match. Menzo Suljovic fängt seinen eigenen Anwurf mit einer 140 an. Gary mit 60 und Menzo jetzt mit 137. Sehr stark von Menzo. Und damit jetzt ein herzliches Willkommen auch allen Zuschauern live auf Sport 1 zum World Matchplay Finale 2018 zwischen Gary Anderson und Mensur Suljovic. Sie sehen's, 10 Legs sind gespielt, alles ausgeglichen. 2 Breaks gab es auf beiden Seiten. Mensur Suljovic mit einer 180, es ist schon seine vierte in diesem Match. 140 jetzt von Gary Anderson. Aber Menzo hat die Möglichkeit, mit einem Checkout von 44 Punkten mit 6:5 in Führung zu gehen. Für die Doppel 16. Und noch einer von Menzo Suljovic, der passt. Und für alle, die jetzt erst dazugekommen sind, hier live auf Sport 1 in der 25. Ausgabe des World Matchplay wird es einen neuen Sieger geben, denn weder Gary Anderson noch Menzo Suljovic konnten dieses prestigeträchtige Turnier in Blackpool bislang je gewinnen. Und der Sieger wäre auch erst der 8. Spieler überhaupt, der so dieses Turnier hier gewinnen kann. Es geht für den Sieger um 115.000 Pfund, aber auch für den Finalisten lohnt sich das immerhin noch mit 55.000 Pfund. 140 für Gary Anderson. Menzo etwas zurück in diesem Leg, aber hat ja noch alle Möglichkeiten. Ob Menzo Suljovic sowas von konstant eigentlich immer einen Triple mindestens in seinen 3 Darts mit dabei. Spricht auch das Average der beiden, das ist extrem hoch, 105,5. Gary Anderson mittlerweile 107,43 von Menzo Suljovic. Menzos höchster Average in dieser Woche. Und das ist auch das, was er spielen kann. Sein Average bislang bei diesem Turnier in der Woche lag bei 94,2. Also steigert das in diesem Finale in der Momentaufnahme um 13 Punkte. Das ist schon gewaltig. Ich denke, Menzo hat sich viel vorgenommen für dieses Finale. Ist natürlich für ihn auch eine unglaubliche Chance, auch einen Sprung nach oben zu machen in der Order of Merit. Und noch einmal, weil Sie es sehen, über den Namen First to 18 heißt, hier wird nach dem Modus Best of 35 Legs gespielt. Der Gewinner oder wer dieses Finale gewinnen will, muss 18 Legs inklusive 2 Legs vor gewinnen. Das hat sich im Verlauf dieses Turniers immer von Runde zu Runde gesteigert. Menzo jetzt mit 96 Rest und der Chance zum Break 76.
Doppel 14, sein Lieblingsdoppel. Und Anderson wieder für die Doppel 4 zum Ausgleich. Doppel 2. Ins Madhouse hinein, Doppel 1, aber die passt bei Gary Anderson. Erneut Ausgleich, 6-6. Das kann noch eine Weile hier so weitergehen. Wir kommen natürlich sofort zurück. Aber nochmal rüber zum U19-Finale zwischen Portugal und Italien. Denn da spitzt sich das Ding auch zu. So, die Zahlen. Das ist alles so ausgeglichen. Und man sieht, jeder 480er, jeder 12, jetzt 1340er. Unglaublich. 140 für Gary Anderson. Eigentlich erstaunlich, dass Menzo in diesem Match momentan den höheren Average hat. Und wieder sehr stark. Ersten beiden Darts der Triple 20 und erneut eine 180. Die fünfte von Menzo Suljovic. Gary Anderson hat vor diesem Finale ja so tief gestapelt, dass er gesagt hat, ja, diese Woche in Blackpool gefällt mir hervorragend, vor allem, weil er mit Ian White eine Runde beim Angeln war. Genau. 121 Rest für Menzo, 61. So, das passt nicht. Da ist er auf der 47 gelandet. Genau. 32 Rest für Mensur. So, jetzt 132 für Gary Anderson. Der erste Dart müsste auf Bull gehen. 107 Rest, Triple 19. 88 Rest. 28 Rest für Gary Anderson. Mensur 3 Darts für Doppel 16 zum 7-6. Seit der erste passt, Menzo Suljovic wieder in Führung gegen Gary Anderson. Das scheint hier tatsächlich von den Zahlen, von den Legs, alles. Nächste 180, Gary Anderson. Auf ein Fotofinish hier, auf ein echtes Finalissima hinauszulaufen. Die Frage ist natürlich auch, alle Spieler sagen, es ist hier in Blackpool auf dieser Bühne so extrem heiß. Wer kann da tatsächlich auch auf diese Distanz konditionell diesen Pace so halten? Also ich glaube, es können beide Spieler in dieser Partie. Muss man vielleicht auch sagen, Gordon, es ist einfach Finale. Und da kannst du, ob du willst oder nicht, genau. Denn du willst eigentlich immer. So, Gary Anderson mal wieder mit der Chance zum Neuner. Vier perfekte. 137. Menzo wieder sehr stark. Oh. Mit einer weiteren 180. Also wo holt Menzo heute diese 180er her? Knapp 109er Average. Also Menzo hat sein Spiel nochmal auf so eine höhere Ebene gehoben in diesem Finale. Das ist schon fast beängstigend. Ich habe, glaube ich, vorgestern gesagt, wenn Menzo mal anfängt, so Stil da zu spielen, wie er eh da spielt. Menzo mit 121 Rest. Und damit wieder zurück auch hier live auf Sport 1 zum Finale. World Match Play aus Blackpool. Menzo Suljovic mit der Chance auf ein Break. Und so bleiben für beide 25. Gary Anderson, 9 Doppel 8. Doppel 4. Verpasst Gary Anderson. Und Suljovic mit der Chance auf sein drittes Break. Doppel 10. Doppel 5. Ui. Oh. Da muss er selbst lachen. Anderson nochmal auf die Doppel 4.
Oh, und auch er überwirft hier. War auch das erste Mal, dass Mensur bei 25 Rest den Weg 5 Doppel 10 gewählt hat. Hat mich eigentlich gerade sehr gewundert. Vielleicht macht das jetzt über die 9. Jetzt versucht das über 9 Doppel 8. Eieieiei. Die spielen so geniale Darts. Und dann haben die jetzt das zum zweiten Mal, dass sie so ein Leck haben, wo keiner zu Ende kommt. Doppel 2, Gary Anderson. Ja, der passt. Und doch das 7-7 aus Sicht von Gary Anderson. Weiter ausgeglichen. Dieses finale World Matchplay 2018 zwischen Anderson und Suljovic. Und damit nochmal rüber zum Fußball. Olli Forster. 59. Da hat man so ein bisschen Glück gehabt. Nicht so ein ganz so ein starker Anfang. Aber Gary auch nicht so. Weil es so ausgeglichen ist, macht Gary genau, mit. Genau, er macht immer mit. 99. Gary Anderson, wahrscheinlich 58. Über das ganze Turnier gesehen, der Spieler mit dem konstantesten, hochklassigsten Spiel in dieser Woche, aber absolut. Mensur ist ja auch ein anderer Spielertyp und auf seine Art und Weise natürlich auch jetzt schon mit diesem Finaleinzug perfekte Woche für ihn. Ja, das stimmt. Man, wer hätte vorher auf Mensur im Finale getippt? Nicht viele, denke ich. Man hatte immer Michael van Gerwen im Blick, immer Gary Anderson. Viele und sogar James Wade vor dem Turnier. Riesiger, riesiger Erfolg für Mensur Suljovic jetzt schon. Und es ist ja dann auch oft so, natürlich, das Publikum liebt die spektakulären Spieler im Darts. Das ist fast in jeder Sportart so, aber am Ende zählt halt das, was dabei rauskommt. Richtig. Und wenn Mensur dieses Turnier gewinnt, dann hat er mehr als alles richtig gemacht hier. Das stimmt. Aber bis dahin ist noch ein sehr langer Weg. 140 von Gary Anderson für 146 Rest. Mensur jetzt mit der Chance mit 118 Punkten das Spiel zu beenden und mit 8-7 in die Pause zu gehen. Doppel 19. Doppel 19, 118. High Finish Superstar von Mensur Suljovic. Auf das World Matchplay Finale zwischen Mensur Suljovic und Gary Anderson. Wir sind angekommen bei einem Stand von 8-7 für Mensur Suljovic. Beide auf konstant sehr hohem Niveau. Gone. Und das Interessante dabei, Mensur mit dem höheren Average, nämlich 104 und Gary mit knapp 100. Erneut eine 180 von Mensur Suljovic. Seine siebte in diesem Finale zum Vergleich in den Partien der ganzen Woche. Also erste Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale in vier Partien nur 21 Mal das Maximum von Mensur Suljovic. Ein Offizieller der PDC hat vorhin im Internet auf Twitter gepostet, dass Gary Anderson vor seiner Viertelfinalbegegnung 9 Practice-Würfe gemacht hat. 9x3 Darts geworfen und dabei 5x 170 Punkte erzielt hat. Hat er bislang noch nicht geschafft in diesem Finale, hat er aber auch noch nicht stehen. Und dennoch muss man jetzt schon sagen, vor dieser Woche, bis jetzt in diesem Finale, das ist schon Mensur Suljovic, was der hier abliefert. Kann sehr stolz sein, auch schon mit dem Geleisteten. Tops, so, Tops, Tops. Au. So, jetzt Breakchance für Mensur. 59 Rest. Doppel 20 für Mensur. Doppel 20 für Mensur, der hier mit 9-7 in Führung geht. Zum ersten Mal zwei Legs
Vorsprung für einen Spieler in diesem Finale. Man muss sagen, Mensur spielt heute wesentlich konzentrierter, wesentlich besser als in seinem gestrigen Halbfinale. Erneut starke Aufnahme von Mensur. 140. Gary Anderson hat ja verdammt tief gestapelt vor diesem Finale. Gordon hat gesagt, wenn ich morgen aufhören würde mit dem Dartspielen, könnte ich zurückblicken und ich hätte alles erreicht, sogar mehr, als ich mir jemals vorgestellt habe. Und er sagt, weil eigentlich mache ich das immer noch zum Spaß und nur als Hobby. Also ganz so ist das natürlich auch nicht. Er verdient auch eine Menge Geld damit. Und Gary Anderson hier mit seiner sechsten 180 hat natürlich auch die Chance, sich zu verewigen in einem sehr exklusiven Club im Darts, nämlich dem Triple Crown of Darts. Das heißt, wenn er heute gewinnt, wäre er erst der dritte Spieler neben Van Gerwen und Taylor, der Weltmeisterschaft, Premier League und World Matchplay gewinnt. Richtig. 170 ist. Oh, da ist sie. Diesmal trifft er sie nicht. Im Viertelfinale vorher im Practice fünfmal. Mensur 34 Rest. Doppel 14. Sein Doppel muss auf die Doppel 7 nach unten. Und verpasst. Und die Chance für das Rebreak von Gary Anderson. 9 Doppel 8. Auch er verpasst. Mensur darf noch mal auf die Doppel 7 werfen. Zum dritten Mal jetzt in diesem Finale, dass sie diese kleinen Finishes nicht zu Ende bringen. Ja. Beide. Sie wissen natürlich beide, um was es geht. Single 3. Doppel 2. Oh. Wieder verpasst von Suljovic. Lässt er jetzt liegen, leider. Gary hat nun die Möglichkeit. Die Doppel 8 zum Rebreak. Hat ein Spieler bislang gebreakt und jeder hat 3 Breaks gespielt. Folgte jedes Mal auf das Break sofort das Rebreak. Gary Anderson, Nummer 7. Erneut mit einer 180 und der Chance auf einen 9-Darter. Und Suljovic macht mit. Sehr stark. '83 für Anderson. Fünfter. Hallo Mensur Suljovic. Sechster. Und da ist er wieder im Mensur. Wäre es nicht witzig, wenn Mensur ihm die Hälfte seiner Siegprämie für den Neuner abnehmen würde. Schon eine geworfen hat. So, Achtung, jetzt. Das ist Nummer 7. Oh. Wow. Das war so knapp von Mensur Suljovic. Sehr ärgerlich. Doppel 16 für Mensur zum 10-8 und zum sofortigen Rebreak. Die Doppel 8, noch einer. Das sind jetzt. Und jetzt Anderson mit der Chance zum Ausgleich. Wieder auf die Doppel 8, wie schon zuvor beim Break. Doppel 4 bleibt. Doppel 4 wird getroffen. Ausgleich. Gary Anderson. Mensur leider in den letzten beiden Legs zu viele Darts auf Doppel nicht getroffen. Hätte sich hier einen komfortablen Vorsprung herausspielen können. So, im Moment fehlt Bild und Ton. Wir bitten das zu entschuldigen. Wir hoffen, die Leitung steht hier sofort wieder.
9:9 steht es zwischen Mensur Suljovic und Gary Anderson. Da sind wir wieder zum Glück. Bouncer bei Mensur Suljovic. Punkte für Mensur in diesem Leg. 103,66 Average für Mensur. 100 für Mensur. Sehr, sehr ausgeglichenes Match. In allen Belangen. Sei das der Average, sei das auf die Doubles. Sei das in der Art und Weise, wie sie beide spielen. ...140 für Mensur, 60 Rest, Gary 130, Bullseye. Wäre ein erneutes Break gewesen für Gary Anderson. So hat Mensur nun die Möglichkeit, bei 60 Rest sein Leg zu beenden zum 10:9. So, auf Tops, auf die Doppel-10. Da hat Mensur gerade enorme Probleme mit den Doubles. Doppel 8, Doppel 4 für Gary Anderson. Der passt und erneut ein Break von Gary Anderson. Die letzten vier Legs hätte Mensur die Chance gehabt, alle vier Legs zu gewinnen, hätte er sein Doppel getroffen. Das erste Mal, dass Gary Anderson wieder in Führung ist, seit dem 5:4. Sehr starker Beginn mit 131 Punkten. Und 137 für Mensur. Mensur sollte das versuchen, jetzt möglichst schnell aus dem Kopf zu bekommen, dass er so viele Darts auf Doppel nicht getroffen hat. Schöner letzter Dart. Auch im Darts ja ganz wichtig, Amnesie. Sofort den letzten Dart, egal wie der war, eigentlich vergessen und auf den nächsten konzentrieren. Geht auch da nur vorwärts, oder? Ja, aber wenn du vier Legs in Folge dein Doppel nicht triffst und schenkst sie quasi deinem Gegner, das tut schon weh, das beschäftigt dich eine Zeit lang. Dann ist es die Kunst der Amnesie, oder? Das ist richtig, ja, aber gerade in einem Finale ist das natürlich bitter. ...134 für Gary Anderson. Jetzt 127 Rest zum 10:10 für Mensur. Das ist möglich. Triple 19. Jetzt nicht mehr. 68 Rest für Mensur. 118 hat er schon gecheckt in diesem Finale, Mensur Suljovic. 61 Rest für Gary. Anderson auf die Doppel 14. Jetzt sollte Mensur möglichst sein Doppel treffen und das Leg beenden. Doppel 4. Doppel 2. Oh. Kommt da langsam Panik auf bei Mensur Suljovic, wenn es an die Doppel geht? Und Gary Anderson zum 11:9 holt das doch noch nach Hause. Gleich geht's hier weiter mit diesem Finale beim World Matchplay. Zu erwerben. Es gibt ja tausende von Statistiken für jedes Match, auch für dieses. Eine Statistik fehlt mir so ein bisschen. Ich wüsste jetzt gerne mal ad hoc, wie viel Darts Mensur in den letzten 4 bis 5 Legs auf Doppel hergegeben hat und leider nicht gewonnen hat. Er hat auf jeden Fall die letzten 4 Legs allesamt verloren, Mensur Suljovic. Und es waren die kleinen Zahlen, die sich vor Mensur Suljovic versteckt hatten.
Aber er startet stark hier in dieses 21. Leck, welches er selbst begonnen hat. Das ist auch erstaunlich. 104er Average für Suljovic und 98,98, also knapp 99 für Gary Anderson. Hätte ich eher umgekehrt erwartet. So, und das ist Nummer 10 bei Maximum für Mensur Suljovic. Auch diese Statistik führt er mit 10-7 gegen Gary Anderson im Moment an. Genauso erstaunlich. Das kommt nicht so häufig vor. Doppel 16. Diesmal die Doppel 16. Sehr souverän getroffen. Aber er muss Gary Anderson einmal breaken noch. Oder Gary ist der Gewinner der Phil Taylor Trophy. Aber er hat diesen Double nicht treffen. Erst einmal die Schranke gesetzt. Mensur Suljovic, wichtig für die Birne natürlich. Mensur wieder stark mit 125. Gary spielt jetzt brillante Darts auch. 140, 180. Gary Anderson ist fast unmöglich zu schlagen, wenn er diese Darts spielt, wenn er in seinem Lauf ist. Das macht Spaß zuzuschauen. Mensur stellt sich auf 167, Gary 41 zum 12-10. Gary und Topps bei diesem Turnier keine echte Freundschaft. Das stimmt. Leider nein. 139 Punkte. Doppel 10, Gary Anderson erhält das Break gegenüber Mensur Suljovic. Mensur Suljovic, auch der erste im Jahr 2013 aus dem deutschsprachigen Raum, der sich überhaupt für dieses Traditionsturnier qualifizieren konnte. Gary 100 jetzt. Beide im Gleichschritt in Leck Nummer 13. Ich muss sagen, das Finale gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Sehr hohes Niveau. Gary Anderson mit seiner Nummer 9. Steht damit über das Turnier gesehen. Gary Anderson bei 47 mal der 180. Den Rekord hält immer noch Adrian Lewis aus dem Jahr 2013, dem im gesamten Turnier 56 mal das Maximum gelang. So, wenn sie jetzt mit der Chance 161 zu checken zum 12-11. Leider nein. So. Gary Anderson jetzt die 121 checkt, geht er 3 Lecks in Führung. Er muss dieses Break dann natürlich noch bestätigen, aber das wäre schon ein großer Schritt von Gary Anderson. Tops Rest für Gary, 101 für Mensur. Triple 15 verfehlt. Und jetzt die Chance für Gary Anderson auf Topps zum erneuten Break. Und dann kommt Topps auch bei Gary Anderson zum 13-10. Und es sieht so aus, als würde Gary Anderson auf die Zielgerade einbiegen wollen. 6 der letzten 7 Legs gingen an den Schotten. Und das 180. Ist Nummer 10, Gary Anderson.
Aber Mensur geht mit, wirft sein Elftes. Und bekommt ein Lächeln von Gary Anderson geschenkt. Und beide auch ein Lächeln von Bambi. Zumindest ganz kurz, Gary Anderson und Mensur Suljovic, da steht die 9 noch. Ah. Knapp. Aber diese 11, 180er. Sind die meisten, die Mensur Suljovic je in seiner Profikarriere in einem Match geworfen hat. Auch das spricht dafür, wie sehr er sein Spiel hier dem Finale angepasst hat. Da ist ihm aus den Fingern gerutscht. 45 geworfen. 136 Rest, 121 für Gary Anderson. Dennoch muss man sagen, nicht verzweifeln, Mensur Suljovic. Er war so fokussiert und jetzt hat er schon wieder dieses Tarieren auch mit drin und danach so ein bisschen noch über den Dart lange nachdenken, ein bisschen zu gestikulieren. Gary Anderson nun mit der Chance, Doppel-12 zum 14-10. Er bestätigt das zweite Break gegen Suljovic und ist jetzt 2 Breaks vor. Und Mensur Suljovic, perfekter Start erneut in ein ganz wichtiges Leg für ihn. Sieht so aus, als würde Mensur mit aller Gewalt Gary Anderson seine 9-Dart-Prämie streitig machen. Und die Vorherrschaft im Averaging bei diesem Turnier. Mensur Suljovic hat alles angehoben in diesem Finale. Den Average, die 180er. Aber das Problem eben, die Doubles sind im Moment schwächer als im Turnierverlauf. Und das macht den Unterschied definitiv aus. Rest für Mensur jetzt. Curry nicht im Finish-Bereich. 99, Mensur 6 Darts Zeit für 40 Rest zum 14-11. Sehr schön mit dem ersten Dart. Wichtig auch für ihn, hier nochmal ranzukommen. 25 Legs gespielt. Gary Anderson führt 14-11. PS-Profis heute noch im Programm auf Sport 1. Mensur Suljovic. So stark in dieses Finale gestartet. Aber die Doubles, die machen den Unterschied. Gordon. In diesen besagten 4 Legs. Und bei den Kollegen von Sky sagte Wayne Mardell eben auch, es war ein absolutes Desaster in diesen Legs auf Doppel, was wahrscheinlich Mensur den Kopf gekostet hat. Also sagt Wayne Mardell. So weit sind wir noch nicht. Und in Frankreich sind wir auch nicht. Im Spiel. Also, oder den Sieg gekostet hat, Gordon. 134. Gary macht es natürlich auch sehr, sehr konzentriert und höchst professionell jetzt. 98. Lässt sich da auch nicht aus seinem Rhythmus bringen. Gutes Stichwort im Übrigen, Rhythmus. Spielt Mensur Suljovic heute vielleicht ein bisschen zu schnell mit Gary Anderson? Sollte er am Rhythmus, kann er da noch ein bisschen was feilen? Ja, es steht jetzt 14-11. Vorhin hätte er, nachdem es mit den Doppeln nicht ganz so gut lief, vielleicht etwas Tempo rausnehmen müssen, um auch Anderson aus dem Rhythmus zu bringen, aber vor allen Dingen sich wieder reinzubringen. Du meinst, der Zeitpunkt ist verpasst schon, um da noch ein bisschen was zu machen. Gary für 15-11, 68 Rest. Oh. Und diese Doppel 4 sicherer jetzt Gary Anderson. Die Doppel 4 hat Gary Anderson viele Legs gebracht heute.
So, vielen Dank an die Redaktion, die nochmal nachgeschaut haben jetzt in dieser Pause. Gordon, du hast es eben angesprochen, Mensur Suljovic hat er 9-7 geführt und dann hat er 9 Chancen aufs Doppel verballert, um letztendlich dann 11-9 zurückzuliegen. Das heißt, ja gut, dann sind wir bei diesen Sätzen immer mit dem Wort hätte. Hätte er sie getroffen, hätte er jetzt einen komfortablen Vorsprung. Aber so ist Darts. Manchmal ist Darts so grausam. 114. Dennoch darf man nicht vergessen, beide Spieler spielen weiterhin hier ein außergewöhnliches Niveau. Gary Super Anderson stark. Mit seiner Nummer 11. Sehr stark. Könnte man sich auch stundenlang angucken, wenn Gary Anderson 180er wirft. Steht damit bei 49 180ern in diesem Turnier, Gary Anderson. Gary 98, Rest. 78, 60, Tops Rest und Mensur mit 71. In der 6 landet der. 65 Rest. Bullseye. Ja, geht doch noch. Mensur Suljovic. Ab und zu muss man ja auch mal feiern können. Ja. Genau. Schon ein bisschen selbstironisch meint sie jetzt der Jubel von Mensur Suljovic. Nein, oder nein, wirklich nein, noch nein. Mal so einer. Er freut sich ehrlich, dass er so schnell das Doppel getroffen hat. So, nochmal Hinweis für Sie. Unter pdc-euro.tv gibt es natürlich auch Tickets für alle Deutschen. Turniere, unter anderem, ganz wichtig, das Bild Super League Germany Finale am 18. November im Maritim Hotel in Düsseldorf. Der Erste in dieser Rangliste qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft im Alley Pally. Wer noch nicht dort war im Maritim Hotel Düsseldorf, hat was verpasst. Tickets kaufen, die deutschen Dartspieler unterstützen und eine fantastische Location genießen. 16. Mensur mit 60 Punkten. Gary etwas Vorsprung jetzt. 131 Gary Anderson. Möchte Mensur dieses Spiel noch drehen, muss ihm ganz schnell ein Break gelingen. So, der passt bei Mensur Suljovic. 140. Aber Gary ist so stark heute auf Triple 20 wieder. Mensur noch kein Finish leider. Das beginnt erst ab 170. Höchste Zahl, die man auschecken kann. Aber er kann natürlich mit diesen drei Darts Druck ausüben auf Gary Anderson. So, für Tops. Genau. Gary 76. Doppel 8. Doppel 4. Oh, diesmal nicht die und Doppel Chance 4. Für Suljovic. Jetzt auf das Break. Zum ersten Mal hat ihn heute die Doppel 4 im Stich gelassen, Gary Anderson. Ah, und da ist ein Break von Mensur Suljovic. Und jetzt muss Mensur bestätigen. Punkte leider nur für Mensur jetzt. Und Gary wieder in seiner unnachahmlichen Weise. 140. Sehr, sehr stark. Und jetzt fehlen die Triple bei Mensur Suljovic für sein, in Anführungszeichen, Leg. Kann jetzt schon Glück reden, Gary. Dass Gary auch keine Triple trifft. Trotzdem noch 60 Punkte Vorsprung, 62 Punkte Vorsprung
für Gary Anderson. Das heißt, jetzt ist es erst Gleichstand in diesem Leg. Aber da ist Mensur da. Mit seinem 13. Maximum. Sehr starke Antwort von Gary Anderson. Der war wichtig von Mensur Suljovic. Der letzte Tat. So, Gary. 82 für 105. So, Mensur 106. Wäre sehr wichtig für Mensur. Bringt er nicht nach Hause. Noch nicht. 48 Rest. Gary Anderson. 105. Spielt das über Bullseye. Tops. Und sehr stark. Sehr, sehr stark. Was? Und ein für drei Darts von Gary Anderson in dieser Drucksituation. Als Suljovic die Chance hat, ihn nochmal zu breaken. Die wichtigste Doppel-20 in diesem Turnier für Gary Anderson. War sein höchstes Finish bislang in diesem Finale. Die 105 von Gary Anderson. 130 Punkte für Mensur. Aber Gary wieder. 180 für Gary Anderson. Das ist Nummer 50 im Turnier für Gary Anderson. Mensur weiß, dass es vielleicht in Kürze zu Ende sein könnte. 90 Punkte nochmal für Gary. 135 Rest. Mensur noch weit entfernt vom Finishbereich. Von Mensur Suljovic. Oh, Bouncer von Gary Anderson. Und noch einer hinterher. Zweimal direkt auf den Draht geworfen. Konnte man auch deutlich hören, dass er den Draht getroffen hat. 140 für 72 Rest Suljovic. 115 für Gary. Ja, und nochmal eine Chance auf das Break jetzt für Mensur Suljovic. Wer hätte das gedacht? Zwei Bouncer. Spielt er wieder Triple 20, Doppel 6? Wollte er? 32 Rest. Für die Doppel 16 und verpasst die. Wieder ein Dart, der wehtut bei Mensur Suljovic. Doppel 10. Oh, und Anderson holt sich da zum 17-13. Und benötigt nur noch ein Leg, um die Phil Taylor Trophy zu stemmen. Also Gary Anderson, muss man schon auch sagen, dass er ein brillanter Spieler ist, keine Frage. Aber jetzt in diesem Finale auch zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen so zu treffen. Sehr, sehr nervenstark, Gary Anderson. Mensur gibt nochmal alles bei eigenem Aufschlag. Nur schon mal vorab. Larry Butler, Michael van Gerwen, Rod Harrington, Peter Avison, Colin Lloyd, James Wade und natürlich Phil Taylor. Das sind die sieben Namen, die dieses Turnier bislang gewinnen konnten. Vergangenes Jahr war Peter Wright der erste Schotte im Finale. Und im Jahr 2018
steht Gary Anderson ganz knapp davor, der erste Schotte zu werden, der dieses Ding gewinnt. Suljovic aber noch einmal mit einem Bullseye-Finish. Jetzt mit eigenem Aufschlag, Anwurf, wie auch immer, kann Gary Anderson den Matchstart setzen, eventuell. Aber. Kommt Suljovic da rein? Kommt er da nochmal rein? Nur 100 für Gary Anderson. Das ist der Sohn von Gary Anderson und hinten dran die Tochter, die Kleine. Eine weitere 140 für Menzo Suljovic. Die 140. Auch für Gary. Soll jetzt nochmal Puls in den Griff bekommen hier. Menzo gibt nicht auf. Richtig und auch wichtig von Mensur. Auch das ist ja da. Es kann immer noch Unfassbares passieren. Alles möglich. Fragen wir Michael Smith, der 1:7 geführt hatte in diesem Turnier gegen Dave Chisnell. 100 für Mensur für 36 Rest. Gary nicht im Finish-Bereich. Genau, für Gary Anderson. Mensur für 36. Doppel 18. Und da ist nochmal ein Break von Mensur Suljovic. Phil Taylor sagte vor diesem Match im Interview, es wird knapper, als wahrscheinlich jeder denken wird. Mensur spielt jetzt die letzten drei Legs, gigantische Darts. Und Gary, fehlen im Moment die Triple. Jedes Leg entscheidend für Mensur Suljovic. 121 Rest, Gary 362, 302, 282, 140, 222 Rest, Mensur 121 zum 17-16. Wieder Doppel 18. Doppel 18 erneut. Oh, aber noch Zeit für Mensur Suljovic. So, Mensur jetzt, Doppel 9. Eins im Gucken. Millimeter. Oh! Und jetzt kann er es nicht ausmachen, Mensur Suljovic, weil er auf einer ungeraden Zahl landet. Aber Gary Anderson noch nicht im Finish-Bereich. Mensur hat noch mal mindestens drei Darts. Und Gary kommt mit Druck. 123 Punkte für Gary Anderson. 59 Rest, Mensur muss checken. Und der Check. Suljovic mit dem Break. Mit seinem Bestätigung. Pardon, so weit sind wir noch nicht. Ein Break ist er noch hinten. Anderson wirft wieder an zum Match. Voll fokussiert für Sie. Auf sport1.de im Dartshop gibt es alles, um mit dir im faszinierenden Sport hier warm zu werden und anzufangen. Oder auch die Sets und Shirts der Stars auf der Bühne. 100. Gary Anderson 140, Mensur 100. Die 100 für Gary Anderson, 261. Mensur muss jetzt mit einem sehr hohen Wurf kommen. Hohes Scoring ist gefragt. Sehr stark, Mensur. Tolles Finale. Wow, was für ein Leg. Hier erneut. Und Gary ohne Triple. Gary Anderson ohne Triple. Mensur hat jetzt die Chance ranzukommen.
Sehr stark von Mensur. Wieder 140. Und nochmal ohne Chipper. Gary Anderson und jetzt Mensur Suljovic. Triple 17. Doppelbull. Oh! Oh! Mensur Suljovic gleich das hier. Noch einmal aus, nachdem Gary Anderson schon zwei Breaks vorne war. Und damit geht ein Finale im World Match Play zum ersten Mal seit 1999 und zum dritten Mal überhaupt erst in eine Verlängerung. Jetzt heißt es zwei Legs vor. 100. Da spielt das Triple 20 Monster Gary Anderson gegen das Bullseye Monster Suljovic. So stark auf Bullseye, unglaublich. Gary Anderson hat es 17 zu 14 geführt. Ein Leg noch bis zum Matchgewinn. Und dann Immensurt Suljovic hier nochmal Darts in dieses Board hinein, dass es kaum zu glauben ist. Wieder kein Triple für Gary Anderson und wieder sein Average unter 100 Punkte. Was wäre das für ein Comeback von Mensur Suljovic? Überhaupt, was ist das hier für ein World Match Play Finale? Da muss man schon tatsächlich granatös wieder auspacken. Da ist es. Mensur's Leg, sein Anwurf. Boah, ist das cool von Mensur Suljovic. 170 Punkte für 31 Rest. Gary Anderson macht jetzt Druck. 100 Punkte. Sind nur 100. Mensur spielt Single 3, Doppel 14. Single 3. Doppel 14. Und das die Führung für Mensur Suljovic. Ist denn das zu glauben, was sich hier in Blackpool abspielt? Und Mensur, schön zu sehen, die letzten 5, 6 Legs. Keine Gestiken, keine Reaktionen auf nichts. Einfach ganz cool. Aber natürlich weiß auch Gary Anderson, was er jetzt zu tun hat. 134 für Gary Anderson, sein Anwurf. Es ist Gary Andersons Leg. Wieder und sehr, sehr stark von Gary Anderson. Damit hat Gary Anderson die Chance, das zu behalten. Ist da auf einem guten Weg, wieder auszugleichen. 99 Punkte für Mensur. 134 Rest für Gary Anderson. 114. 54. 94. Tops Rest. Für Tops. Nicht im Finish-Bereich, Mensur. 6 Darts für Tops, aber er braucht nur einen. 18-18. Die nachfolgenden Sendungen. Es geht hier maximal. Bis 21-21 und dann folgt ein Tiebreak. Eines, das dann über alles entscheidet, über dieses Turnier, über dieses sensationelle Match, über dieses Finale und natürlich über sämtliche Ehren, die Trophäe und das Preisgeld. Es wird ganz leise im Empress Ballroom. Vielleicht, weil wir so rumbrüllen. Mann, es wäre natürlich grausam im Finale. So ein Satz. Und da ist Gary mit seiner 13. 180. Mensur läuft jetzt Gefahr, das Leg, das er begonnen hat, zu verlieren. Sieht aus, als hätte Gary Anderson nochmal nachgetankt. Gary Anderson für 46 Rest.
Mensur mit 123. Jetzt Gary Anderson mit 46. 36 Rest für Gary Anderson. Zum 19-18. 19-18 für Gary Anderson, der jetzt... Das Break von Gary Anderson zum 19-18 in der Verlängerung. Gary Anderson beginnt das nächste Leg, hat somit die Chance, das Match zu gewinnen. Sehr starker Beginn. Und hat Mensur noch einmal eine Antwort. Mensur kontert ja. Ebenfalls mit einer 140. Gary wieder. Starker erster Dart, starker zweiter. Erneut und noch einmal die 140. 140, 140, zweimal Suljovic. Triple 20. Triple 20. Die passt. Und die 180. Nochmal 40 mehr als Anderson. Doch wieder Triple 20 für Gary. 121 Rest, Mensur auf 181. So stark. Also diese Verlängerung, da spielen die beiden tatsächlich unmenschlich. Das ist wie ein Darts-Roboter, der alles trifft, was man ihm einprogrammiert. Anderson, 121 zum Match. 61. Doppelball. Springt raus, der bounced. Das gibt's doch nicht. Was für ein Pech von Gary Anderson. Und was für eine Geschichte wieder für dieses epische Finale. Und die Doppel 14 erneut der Ausgleich. Suljovic, das Rebreak. Es ist nicht zu fassen, was sich auf dieser Bühne im Empress Ballroom jetzt. Wow. Der war für die Trophy, der war für den Sieg. Und Mensur beginnt das nächste Leg. Seven Pech für Gary Anderson. Der Championship Dart aufs Bullseye bounced. Gary Anderson mit einer gehörigen Portion Zorn. 180. Hat man so ein Finale schon jemals erlebt. Das ist schon tatsächlich mehr als außergewöhnlich. 95 Punkte, 226 Rest, Anderson. Egal wer dieses Ding hier holt, was diese beiden hier auf dieser Bühne leisten, was die hier für den Dartsport machen, das ist mit keiner Trophy, mit keinem Preisgeld aufzuwiegen. Mensur 161 Rest, um wieder erneut in Führung zu gehen. Diesmal nicht. Momentan Totenstille im Empress Ballroom. Man kann jetzt alles weglegen, was man aufgeschrieben hat, was man sagen will, was man sich für Statistiken hingelegt hat. Es geht hier einfach um jeden Dart, der geworfen wird. Suljovic, 59 Rest zum 20-19. Für Tops. Tops. Zwei Darts. Doppel 10. So, Gary. Und die Chance für Gary 9, auf ein erneutes Break. Wie cool steht der da und wie cool verwandelt er den. Sehr Gary stark. Anderson wieder vorne. Jetzt mit eigenem Anwurf Gary Anderson. Erneut hat er die Chance zum Match. Nicht nur dieses Finale oder mit diesem Finale wird dieses World Matchplay 2018 eines werden, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Jetzt hat er die besten Chancen. Und jetzt läuft Gary. 140, 140.
Gary Anderson hat es jetzt in der Hand. 99. Was für ein großartiges Finale haben wir heute gesehen. 96, Gary Anderson, 125 Rest. Er wird sich zweimal überlegen, nochmal dieses Finish über Bull zu spielen. Wichtig, Mensur Suljovic. Kein Finish. Single 2, 123, 63 Rest. 50 Rest. Er stellt sich wieder das Bullseye, wirft das noch einmal, Gordon. Nein, er wird nicht auf Bull spielen, glaube ich nicht. Wenn ich wäre, sehr cool. 140 Punkte. Mensur. 68. Tops zum Match. Doppelzehn zum Match. Gary Anderson krönt sich zum König von Blackpool. Aber einfach nur alle Hüte, die man aufsetzen kann, ab vor diesen beiden Heroen des Dartsports. Was für ein Finale haben die hier gespielt?